zu. Ich würde gerne noch speichern, bevor wir da rumdoktoren und die Stromumkehrer einsetzen. Aufmachen. Aufmachen. Wir haben ein Gefäß. Hm. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Oder Strom. Nee, passt nicht. Die Zahl der Anschlüsse kommt nicht hin. Aber links? Hm, das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Chilbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich hab offenbar eine Glückssträhne. Mhm. Kommen wir beim Fach Strohhalm? In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Sehr schade. Schraubenschlüssel. In solche Fächer. Oh. Oder? In solche dazu fehlt. Leider hat er schon einen Bart. Der Bart? Schade. Nee, okay. Aber wir machen mal ein bisschen Eis. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Ja. Hm. What the fuck? Wusse. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Okay, wir haben jetzt ein Glas mit Eis. Diese störrischen Eiswürfel wollen einfach nicht schmelzen. Aber wir wollen die schmelzen, dass wir Wasser haben? Okay. Gehen wir mal raus. Da ist ein Wassersymbol. Wir haben hier... Ich lege Bernhard keinen Schrott mehr auf die Türschwelle und im Gegenzug rührt er Tonis Mutter Beruhigungsmittel ins Essen, bevor sie uns besuchen kommen. Oh, smart. Guter Deal, guter Deal. Ich meine, wir können die Zeit zurückdrehen. Wir haben jetzt keine so tolle Checklist wie in der Complete Journey. Wir brauchen irgendwie die Bürste. Wer wirft denn einen... Oh, Moment. Ja, klar. Stopp. Hey, kleiner Junge. Nimm mal den Bart. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Hm, stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und weh, du verkriechst dich in der Kanalisation. Okay, wir ziehen jetzt dasselbe ab wie mit Boso. Wir gaslighten ihn einfach, dass er ein Rattenmann ist. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Aha. Ich verstehe, aber wie man ihn benutzt. Ich kombiniere einfach mal. Strohhalme. Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Wobei die Kommentare auch stimmt, gut sind. Da sind noch Krümel im Bart. Nein, doch nur Bartschuppen. Dazu fällt mir leid. Nur weil ich Tonis Gläser heilen lassen wollte, bin ich noch lange nicht zur Zimperliese geworden. Tja. Meine Sachen sind einfach zu cool, um Eis zu schmelzen. Warum sollen wir schmelzen? Wir haben jetzt ein Glas mit Wasser. Sollen wir das für den Kartoffel verwenden? Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Cool. Wir haben jetzt... Okay. Hoch. Ah, wir haben selbst Alufolie. Okay, und wir können die halbieren. Gut. Aber wofür? Wir können auch, Moment. Hm, entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Wir brauchen einen... Mhm. Wieso habe ich Kartoffelhälften? Kleben die dazu den Bart? Mir gerade leider. Dazu fehlt leider. Wir können mit Honig, dafür klar. Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Hm, entweder in beiden. Oh, Maya! Verdammt, euch nochmal. Mhm. Okay, also wir könnten den Bart mit Honig kombinieren, aber wir kommen da jetzt erstmal noch nicht ran.
Wir haben Aluminium. Hey, Lott, was halt? Vielleicht, willst du... Was soll... Ich meine, dieser Unrat schadet meinem femininen Gemüt. Dann bist du nicht nur im falschen Körper gefangen, sondern auch auf dem falschen Planeten geboren. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht die Alufolie mit Honig kombinieren sollen, um dann für ihn quasi so, ne, zum Abreißen. Oder willst du dich mit Kartoffelhälften? Nein, jetzt, da ich eine Lady bin, muss ich auf meine Linie achten. Auf welche Linie denn? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es was mit Damenschrottmann zu tun. Oder Make-off. Ich glaube, es heißt Make-up. Das ist alles so neu. Alter, Toni hat einfach seine gesamte Existenz eine Ente ist verdreht. Doch immer wieder schön. Hm? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ich will das Drosselglied. Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Moment mal, ich will das. Ist doch. Gib mir den Dartpfeil wieder. Hey, hey Lonzo, was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke, bitte keine Umstände. Ach, ob ich auf Elysium auch. Hey, was gibt's? Oh, danke. Ich möchte das Drosselglied auch gewinnen. Ich brauche keine Hilfsmittel, um beim Dart zu schummeln. Sollen wir einen Strohhalm werfen? Bruder, was? Also er hat noch ein Drosselglied, was er dann schlussendlich hier hier unten beim Chillbot einsetzen können und sollen. Ich glaube nicht, dass wir... Hä? Das ist doch noch gut. Dass wir die Zeit zurückdrehen müssen. Wir haben einen Schraubenschlüssel für irgendwas. Okay. Wir könnten neues Eis holen. Probieren wir es mal. Ich weiß nicht, ob da nochmal was rauskommt. Okay. Falls wir Eis oder Wasser bräuchten, hätten wir nochmal die Möglichkeit, es so oft zu holen, wie wir wollen. Audi. Na, das kommt schon gut. Oh, dieses Geld. Immer. Hey! Kartoffeln auf den Ohren, ach so. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Hey, nimm doch die Kartoffel auf die Ohren. Was soll das? Oder kommt es erst danach? Okay. Für allem. Weiß sie das auch? Es klingt nämlich so, als würde sie gegen euch spielen. Wenn wir ihm die Kartoffeln geben, dann kriegen wir das Putzgerät. Boah, sind das weirde Rätsel wieder. Lust auf eher so, es ist jeder Spieler verunt bekommt die Fiegitte, weil der darum, naja, und dann hast, ach ja, weil er noch sprach. Ich muss, mein Mann. Der kleine Junge muss größer werden. Dazu fehlt leider. Ich kombiniere einfach mal den. Leider. Oder Kopfhörer. Kartoffelkopfhörer. Ja, habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Oh, okay. Jetzt können wir aber. Dann können die ihre Musik spielen. Sind das etwa Ohrenschützer? Wow.
Wow! Ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Ja, Jungs, ihr könnt spielen. Let's go. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Gut, wir nehmen die Bürste. Dankeschön. Der Rest ist mir sowas von Bums. Keine Ahnung. In beiden. Können wir die werfen? Ich brauch. Oh Mann. Ich brauch. Können wir nicht irgendwas schmeißen? Ich brauch kein. Nein. Ich brauch. Junge. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Tja, meine Sachen sind einfach. Das muss jetzt. Ich kombiniere es einfach mit allem. Ich habe gerade keine Ahnung. Hier ist, sondern und blind. Nicht nur in meinem zumindest. Also nicht. Okay. Nein, Flaschenreinigung ist Männersache. Ja, so sehe ich das auch. Männlich. Dafür und eigentlich. Können wir die. Ja, die können wir nicht mit uns kombinieren, dass wir. Wer wirft es denn? Ich meine, wir kriegen ja die Bienen in unser. Jetzt seit 20, wenn das so weit. In unser Gesicht. Die Grill, das kann. Ich bin noch cool. Strohhalm. Das aha. Was haben wir denn jetzt? Hä? Okay, das wir haben einen Aluhut. Mit einem Strohhalm kombiniert. Okay. Die. Nicht nur in Batschumin. Also. Die. Dazu leider. Tja, meine. Aber der wird dem Jungen nicht. Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen Dinge versagt, mit denen die anderen Kinder spielten. Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehüllt war. Das ist ein Mantelet aus Disropa. Toll, jetzt haben wir einen Aluhut-Kombi. Okay, wir können es mal dem McChronicle zeigen. Guck dir das Ding an. Ist das nicht schön? Ohne Strom. Warum trägst du eigentlich diesen bescheuerten Hut? Damit meine Synapsen im Falle einer Temporalrekursion ihre Quantenausrichtung behalten. Wer es nötig hat. Das war's. Bringt uns nicht weiter. Dazu leider. Meine. Nur weil. Leider. Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen Schrott in nützliche Dinge verwandelt. Nein, doch nicht. Schade. Nicht nötig. In meinem zumindest. Also nicht. Nicht nötig. In meinem zumindest. Also nicht. Schade. Vielleicht will der besoffene ein Glas Wasser? Probieren wir es mal aus. Drauf. Licht an. Nehmen. Da ist jetzt keine Aspirin drin, aber hey. Vielleicht solltest du zwischendurch mal Wasser trinken. In meinem letzten Drink war ein Eiswürfel. Reicht das nicht? Doch, ich glaube, das zählt. Oh, okay. Wenn ich wollte. Aber, ja gut, damit kann ich noch alles probieren zu kombinieren. Nee. Wieso haben wir eine blöde Bürste? Das trägt. Ich überlege auch, ob wir die Zeit zurückdrehen müssen. Wir haben den Aluhut, aber ich glaube nicht, dass er reicht. Hä? Wir haben außerdem Schrott. Ich meine, wir haben die Knickerfolie. Ich
Weißt du was? Ich speichere mal. Machen wir so zuerst. Ich reiß mal durch die Zeit und versuche erst die Knickerfolie auszulegen. Hey, Mac, vielleicht klappt's ja. Wollen wir noch? Es scheint, du weißt. Jo, passt. Egal. Haupt, ja schon. Zu spät. Dann hauen wir mal rein. Wiku, wiku, wiku. Tatüt. Rufus? Ja, doch. Wollen wir noch einen... Okay, er will direkt fahren. Kommen. Kommen. Ja, ja, da ist wieder der Elefant. Und Krach. Hey, ha! Und? Ich muss wohl erst ein... Das heißt, wir haben die drei Sachen im Inventar und alles andere ist nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das so... Er kommt, alle Mann! Nee, so sinnvoll ist das nicht. Hey, Rufo, warte doch! Nee, wir wiederholen nur alles. Nö, 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 wir können zurück. Also wir sollten echt nur resetten, wenn wir uns ganz, ganz sicher sind. Naja, schauen wir mal, was wir da machen können. Aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hinzenpeter. Ciao.